Denn hier war nirgendwo mehr was, wo ich weiter konnte. Da rechts war auch nur... gekommen. Also halbherzig. Haha, ich war gerade unverwundbar. Pech gehabt. So, da hinten war definitiv nichts mehr. Da rechts noch mal raus. Aua! Was ist das für eine Reichweite auf einmal? Schlimmer als Gronkh. Immer noch nicht an der Stelle, wo ich hin will. Es gab irgendwo eine Stelle, wo so ein Weg runterging. Ich weiß nicht, wüsste, wo das war. Au, au, au. Okay. Triple kill. So, da ist kein Backstep. So, hier ging es runter zu diesem Feuer. Gut, dass ich den Weg hier gelaufen bin, also komplett für den Arsch. Genau, hier war das. Ja, genau. Okay, also kurz vor diesem Feuer. War hier noch der Weg, den ich gar nicht gelaufen bin? Pass auf, jetzt kommt hier, liegt hier nur ein Item und das war's. Wo ist das denn hier? Ah! Ah, okay. Das ist da, wo die Schnee, wo der Riesenschneeball liegt. Und hier geht's scheinbar nochmal in ein ganz neues Gebiet. Nehmen wir da nochmal einen Lebensstein. Ich komme jetzt hier nicht wieder die rollenden Kakerlaken. Ach nee, hier liegt ja nur ein, liegt ja nur eine Leiche. Das war's oder was? Dafür bin ich jetzt nochmal hierher gelaufen? Alter Glockenhelm. Okay Leute, dann bin ich damit jetzt endgültig überfragt. Wo es weitergeht. Da unten bin ich auch schon überall gewesen, ne? Da waren diese ekligen... Diese Hasen. Ich habe keinen Plan. Ich habe noch ein ganzes Leuchtfeuer verpasst. Und ich wette, es gibt noch einen Boss, oder? Gibt's nur zwei Bosse in dem DLC? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ne, drei waren's. Ne, warte mal. Ne, zwei. Zwei Bosse waren es nur. Hier gibt's ja auch noch Türen, die verschlossen sind. Die ich noch nicht geöffnet habe. Warte mal, was ist das denn hier für ein Weg? Hier überhaupt schon mal lang gelaufen? Ah!
Ja! Ach, das habe ich ja ganz vergessen. Das ging ja zuerst nicht, weil ich die Fackel nicht anzünden konnte. Ach, warte mal. Doof. Brauche ich mir ja gar nicht holen, das Feuer. Ich benutze einfach so einen Flammenschmetterling. Das ging ja nicht, weil der Wind an war am Anfang. Ach, ich Idiot. Okay, das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Ich sollte wieder anfangen, mir Notizen zu machen. Am Anfang habe ich mir nämlich immer so Notizen gemacht, wo ich alles notiert habe, wenn ich vor solchen Sachen stand wie hier. Was ich vergessen habe, was ich später nochmal machen muss, wo ich nochmal hin muss. Und dann werden wir das nämlich, oder das Leuchtfeuer ist irgendwo in Blut in der Wand versteckt. Ja, das kann auch sein, aber dafür gibt es noch zu viele Tore auch, die noch verschlossen sind. So, ich gehe davon aus, dass jetzt hier nochmal ein ordentliches Leuchtfeuer kommt. Oh, was bist du für einer? Oh, ihr seid ja zwei. Ja, den kennen wir doch. Das war doch... So einen hatten wir auch schon mal als Boss. War das nicht der erste... einer der ersten Bosse? Oh, der fickt mich aber gerade richtig. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich den fertig gemacht hatte. Damals. Er scheint scheinbar seine Höhle auch nicht verlassen zu wollen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so ein neuer Standardgegner. 3500 gibt der nur, das ist wenig. Ja, das ist sehr offensichtlich hier. Erstmal gehe ich hier gucken. Hast du irgendwas bewacht? Okay, die lauern da alle schon. Und alles diese Deutsch-Ladies. Ja. Blöd, ne? Kommt ihr nicht hier hoch? Die jetzt natürlich alle wegmeucheln, aber... Hoppa! Ich glaube, die sind blöd genug, um alle nach und nach hier hochzukommen. Hey, wie sieht man? Schwert der Gefolgsleute. Gefolgsleute seid ihr also, ja? Aber nicht mal, ne? Ja, das ist, die Waffe ist natürlich jetzt hier nicht die beste für die engen Gänge. Da bräuchte ich so ein Rapier oder sowas, mit dem ich so nach vorne stechen kann. Da fand ich das Balderschwert ja super in Dark Souls 1. War ja lange Zeit mein Favorit. Den Wache Niemandswerft. Was meinst du mit Niemandswerft? Das ist, Niemandswerft ist ja auch im Gebiet hier. Aber... Was meinst du? Ist da noch? Ich hab doch... Das ist doch einer der ersten Gebiete gewesen. Ach so, Niemandswerft. Du meinst der Boss. Ja, ja, genau. Das war Niemands von... In dem Geisterschiff. In der Niemandswerft war der. Genau. Aber immer noch kein Leuchtfeuer. Ist das? Ist hier, sind hier nur diese Bobos drin und das war's? Das ist irgendwie auch nicht so das, was ich mir erhofft habe. Oder muss ich vielleicht alle Fackeln anmachen in der ganzen, im ganzen Level?
Ja, du bist zu langsam für mich. Vielleicht sollst du mal deinen Bruder schlagen lassen. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, muss ich gestehen. Mit dem Wirbelangriff von ihm. Das war der Boss auf dem Schiff. Ja, ja, genau. Beziehungsweise im Inneren des Schiffes. Garnisonshofschlüssel. Okay. Also doch mehr, als ich dachte. Oh Gott, aber wo setze ich den ein? Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwo ein... Na, jetzt muss ich alle Türen abgehen. Bei denen ich mal war, wo dran stand, verschlossen, oder was? Aber hier war ja nichts mehr, ne? Garnisonshof. Keine Ahnung, Leute. Ich irgendwie ans Leuchtfeuer mal rangehen soll. Garnisonshof. Das kann überall sein. Garnison würde ich eher unten vermuten. Ja, vermuten ist gut, ne? Schön und gut, aber wissen. Wissen ist Macht. Da hinten war halt eine Tür, ne? Da hinten. Diese verschlossene. Da könnte ich es mal versuchen. Das ist auf jeden Fall von der... von einem anderen Feuer aus näher als von hier. Nur welches, ist jetzt wieder die Frage. Die hier unten war nicht so gut. Wo war denn das nochmal? Ach so, das war bei dem einen. Nee, das ist ganz woanders. Wenn, dann ist es wirklich hier von der verlassenen Behausung. Das ist die Tür, denke ich. Ja, könnte sein. Ich glaube, bei der stand auch dran verschlossen. Und bei den anderen stand überall dran, lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Verschlossen ist das schon mal gut. Ich glaube, das war ein weiter Weg. Weißt du das noch? Weiß das irgendjemand noch? Wie man da laufen musste, um zu dieser Tür zu kommen? Ich bin so dumm einfach. Wie kann ich eigentlich durchlaufen? Fällt mir gerade so auf. Das ist super dumm, die alle... alle zu machen. Ich gehe nochmal hier kurz runter. Ich weiß, dass es hier nicht lang geht, dass der falsche Weg ist. Ich will nur die Gegner loswerden. Ich glaube, dass die resetten. Der eine kam letztes Mal noch runtergefallen, ne? Einen Arsch. Vielleicht gehe ich einfach noch eine Ebene weiter runter. Gucken, ob sie dann resetten. Trouble da oben. Gegen den möchte ich eigentlich nicht kämpfen. Ach, Leute. Ich jetzt nicht, die sind da oben. Die gehen da jetzt nicht mehr weg. Ich wollte gerade sagen, es ist Ruhe eingekehrt, aber es ist doch nicht.
Ah, ja, ich bin da. Genau hier war das. Jetzt muss ich nämlich hier links. Aua. Das ist ein bisschen unnötig. Bin ich auf Nummer sicher. Komm mal her, ich muss nicht... Ich muss jetzt nicht genau zwischen den Leuten da kämpfen. Oh, nach hinten ausweichen war nicht die beste Idee. Also. Geht doch. Nehmen wir noch ein Lebenssteinchen daraus. Ihr wollt es wieder wissen, ne? Ihr lernt auch nichts dazu. So, und jetzt hoffe ich mal, dass das hier der Schlüssel ist. Ja, Garnisonshofschlüssel benutzt. Nice. Gut gemacht, Gehirn. Gut gemacht. Und da haben wir auch das Leuchtfeuer. Und das ist doch ein guter Moment, um nochmal nach Majula zurückzukehren und sich noch ein Level abzugönnen bei 37.000 Seelen. Brauche ich irgendwas mit 42, glaube ich. 42.700, also 5.500. Oh, das ist schon gar nicht so wenig. Die Seele eines tapferen Kriegers. Mal gucken, wie viel die gibt. 5.000, das ist doch schön. Dann nehmen wir noch den namenlosen Soldaten. Vielleicht gibt der sogar mal 500. 800, perfekt. Ich glaube, ich weiß sogar, wie es von dem Feuer weitergeht. Wie meinst du das? Du weißt das? Hast du es schon mal irgendwo gesehen, oder? Es gab ja jetzt nur einen Weg. Es ging da runter. Aber wo der Weg jetzt hinführt, muss ich gestehen, kann ich jetzt... Da bin ich noch nicht so weit wie du, dass ich das jetzt vorausahnen kann, wo es da hingeht. Aber ich glaube, dass hier noch ein Boss wartet. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn wir den Boss hier töten, der jetzt hier auf uns wartet... Ach, warte mal. Muss ich jetzt hier einsteigen, oder was? Hä? Wie geil ist das denn? Das hast du gesehen? Ach, du hast es mal gesehen, okay. Ich dachte, du hast es jetzt gesehen beim, Das ist ja super lustig. Das sind schon ein paar lustige Sachen hier im DLC. Eisiges Umland, okay. Hier gibt's auf jeden Fall auch kein Leuchtfeuer. Oh, das ist ja super ätzend hier. Man sieht ja gar nichts. Okay, hier sehe ich etwas besser. Okay, da oben sind Grabsteine und eine Hütte. Dann gehe ich mal dahin. Kann ich jemanden beschwören? Ist ja also wieder ein Boss. So, und hier gab es doch, hier war doch eine Hütte. Vorbeigelaufen. Da hinten. War gar keine Hütte, war in irgendwelche Ruinen. Okay, was haben wir hier Schönes? Getrocknete Wurzel.
Und hier hinten war auch noch irgendwas. Oh! Oh, aua! Ein Pferd. Oder was ist das? Da stand irgendwas von. Stand irgendwas von Pferd, ne? Als wir die Tür geöffnet haben. Aua! Alter, der hat ja noch nicht. Kack Timing. Er tötet mich einfach. Das hat ja mal ein richtig ekliges Timing, dieser Hirsch oder was das ist. Oder ist es wirklich ein Pferd? Keine Ahnung. Seitwärtsrollen hat irgendwie gar nicht geholfen. Haben wir jetzt noch einen Sarg da? Ja. Es gibt genug Särge. Sehr schön. Bisschen nervig allerdings, dass man jedes Mal hier wieder runter muss. Wäre ja eigentlich... Ist ganz lustig, aber wäre ja eigentlich sinnvoller gewesen, das Leuchtfeuer hier hinzumachen. Wenn man sich einen Ladescreen sparen. Aber wo kam dieses Pferd jetzt eigentlich her? Es kam aus dem Nichts, ne? Da kommt es. Alter, hast du ein Drecks-Timing? Okay, ich zieh's direkt durch. Tot. Okay, ich bin in einer ganz anderen Richtung jetzt gelaufen. Ach, der Sturm, der geht, kommt und geht. Ich dachte, das hätte was damit zu tun, wo ich bin. Aber scheinbar kommt und geht das, wie es will. Ich bin jetzt nicht der absolute Fan von solchen Gebieten, muss ich gestehen, wenn man so blind rumläuft. Ich habe dieses Nebelgebiet auch schon nicht gemocht. Kann sich immer nur so ganz kurz orientieren, ne? Hier ist aber auch nirgendwo irgendwas. Hier ist einfach nur eine riesige Eiswüste. Irgendwas ist hinter mir. Okay. Aua. Tot. Okay. Hier sind Blitzpferdchen unterwegs. Was auch immer die hier in dieser Eiswüste machen. Und ich wette, die kommen auch immer wieder. Das ist ja ein richtig ekliger Gegnertyp. Aber was soll ich hier? Hier ist ja nichts. That Horst. Horst meinst du wahrscheinlich. Nicht den Horst. Ich hätte gerne irgendein Ziel, wenn ich hier schon die ganze Zeit sterbe. Also ich wüsste, wo es hingeht. Das ist ja wie ein Boss. Das hat ja richtige Special Moves. Aua. Du bist ein Arschloch, Alter. Auch sehr schwer wegzurollen, weil es sehr hart ein... Wie nennt man das? Es ist halt sehr sticky. Ich hab keine Ahnung, was ist mit diesen blöden Pferden, was es damit auf sich hat. Das Gefühl, dass schon wieder eins hinter mir ist. Okay, hier ist eine Wand. Ich sehe nichts. Hier sind viele Leute gestorben. Warum? Ist ja auch wieder eins von diesen Pferden.
Muss ich hier vielleicht irgendwie ein Licht anmachen oder weiß ich nicht was? Muss ich hier irgendwas tun, um, oh. Da kommt es. Aua. Ich hab's noch gehört. So, da hinten liegen meine Seelen, da könnte noch ein Pferd sein. Aber was bringt mir das, wenn ich jetzt hier alle Pferde töte, die es gibt in dieser Eiswüste? Wo auch immer die herkommen, weil die scheinen ja irgendwie zu spawnen. Vielleicht hat das auch gar nichts damit zu tun, wo man gerade ist. Vielleicht spawnen die wirklich einfach nacheinander. Und das hat gar nichts mit dem Ort zu tun. Weil ich sehe ja zwischendurch was und ich sehe ja, dass kein Pferd da ist. Und auf einmal ist eins da. Wahrscheinlich, vielleicht nach jeder Sturmperiode spawnt eins, kann das sein? Auch nicht so richtig, ne? Orientier dich mal weg von der Wand. Sieht nach Gebietsgrenze aus. Ja, ich weiß, aber weg von der Wand ist ja auch nichts. Hier ist ja einfach nur Schnee und Eis überall. Noch ein Pferd. Zu früh, ey! Natürlich hast du mich erwischt, du Scheißvieh. Man kann sie Gott sei Dank einigermaßen staggern, also wenn man sie zweimal erwischt. Gehen wir da hinten, ne? Wenn man sie zweimal erwischt, dann brechen sie ihren Angriff kurz ab. Ich habe gar nicht mehr viele Estos, ne? Das heißt nicht mehr viele, die Hälfte noch. Da kommt wieder eins! Ja, natürlich trifft es mich. Ja. Du hast noch einen anderen Special Angriff, ja? Oh, ich kann kurz was sehen. Okay. Sind das die Ruinen, die ich die ganze Zeit schon kenne? Verdammte Axt. Kann sein, dass ich im Kreis gelaufen bin. Jetzt stürze ich irgendwo rein in den Tod. Das wäre richtig mies. Okay, hier haben wir Ruinen. Bleib sitzen. Tu dir nicht die Mühe. So, hier haben wir einen Pharos-Stein. Das ist schon mal gut. Hoffe ich. Auf jeden Fall will ich den benutzen. Komm, gib mir ein Leuchtfeuer oder irgendwas. Okay, eine heiße Quelle. Weiß nicht, was die mir bringt. Vielleicht kann ich mich hier heilen. Ah, guck mal, da hinten läuft doch einer. Ach so, das sind weiter wieder diese Zombies. Oh, fuck! Wo kommst du denn her? Ich hab dich irgendwie nicht kommen sehen. Toll, jetzt habe ich nämlich auch noch so einen Zombie. Das kann ich nicht gewinnen, den Kampf. Wer hat sich das ausgedacht? Wer hat sich das ausgedacht? Mit diesen Pferden. Alter, ich bin gerollt. Ich bin gerollt. Der hat ein ganz anderes Timing irgendwie, habe ich das Gefühl, als die Pferde davor. Viel schneller. Jetzt sehe ich nichts mehr. Jetzt habe ich ein zweites Pferd.
Ja, leck mich doch. Alter, das ist so ein scheiß Witz hier, das Gebiet. Ey, das ist ja wohl ein scheiß Witz. Was ist das für ein Drecksgebiet? Also, ich muss sagen, wer hat sich das ausgedacht und wieso hasst er Menschen, ist die Frage. Ja, das frage ich mich auch. Ich brauche eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Aber schaut euch an, wie ich durchs normale Dark Souls 2 gehe. Und eigentlich jedes Gebiet, ich bin jetzt nicht der Super-Pro, das ist mir auch klar, aber wie ich eigentlich durch jedes Gebiet gehe und die meisten Gebiete relativ souverän schaffe und dann höchstens mal bei einem Endboss hänge. Aber selbst die letzten Endbosse habe ich alle in relativ kurzer Zeit geschafft. Und dann kommst du ins DLC und in diesem DLC ist einfach jeder einzelne Boss und jedes einzelne Gebiet nur ein einziger Abfuck. Ich verstehe nicht warum. Wieso machen die es so nach dem Motto, ja, du hast dich jetzt dazu entschieden, das DLC zu spielen. Selber schuld. Hier, wir ficken dich jetzt mal richtig in den Arsch und nerven dich einfach aufs Übelste und, ja, ich verstehe es nicht. Wieso man hier auf einmal in so ein Gebiet kommt, wo man nichts sieht, kein Leuchtfeuer hat. Weil es gibt ja scheinbar kein Leuchtfeuer hier in diesem Gebiet. Das heißt, ich muss immer wieder diese verschissenen Pferde machen. Ich weiß nicht mal, was das Ziel ist, dieses Gebiets. Ich laufe einfach planlos durch die Gegend. Da kommt schon wieder irgendwas. Ja. Ich war noch weit genug weg. Ey. Man hat keine Chance. Wenn du einmal in diesem Teufelskreis drin bist, fick dich dieses Pferd einfach in den Arsch. So. Ach, da habe ich noch was vergessen. Mirrorhut. Ja, wollen wir mal zur nächsten Ruine. Also das scheint hier der Weg zu sein, den man laufen muss. Wobei ich halt immer noch nicht weiß, woher diese Pferde eigentlich kommen. Weil die Zombies sehe ich ja auch. Relativ weit. Ich glaube einfach, dass die Pferde... Die schlüpfen einfach aus irgendeinem Arschloch. In der Zeit, während es hier... Ja, da steckt die Verschlechterung. In der Zeit, in der es hier Schnee gibt, schlüpfen die, glaube ich, irgendwo. Was? Was hat mich denn jetzt getötet? Diese komischen Blitzspeere, die es in die Luft geschossen hat? Ja, natürlich, die kommen einfach mal 5 Minuten später runter. So nach dem Motto, ah, du hast vergessen, dass wir noch in der Luft sind. Dein Pech, wir ficken dich in den Arsch. Und obwohl du 100% Energie hast, bist du ein One-Hit. Alter, wie unfair kann ein Gebiet sein? Das ist echt krebsig. Also ich habe... Eigentlich war alles in diesem DLC bisher ein einziger Cancer. Der erste Bosskampf... Okay. Der war einfach nur fordernd. Da waren wenige Sachen, wo ich sagen würde, das war einfach unfair. Abgesehen davon, dass er halt seine Schlagbewegung macht und dann 180 Grad... Obwohl man hinter ihm steht, sich um 180 Grad drehen kann. Das kann ich ja auch nicht. Deswegen erwarte ich irgendwie, dass... Wieso? Ach, das ist einfach unfair. Normalerweise staggert er. Normalerweise staggere ich den Gegner, wenn ich das zweite Mal schlage. Wieso kann er dann trotzdem nach hinten treten? Das ist zum Beispiel unfair. Wenn ich ihn von der Seite schlage und ihn stagger beim zweiten Schlag und er sich nicht mehr bewegen kann, erwarte ich auch, dass es der Fall ist, wenn ich ihn von hinten schlage. Alles andere macht keinen Sinn.
Also wie gesagt, der erste Boss war halt ein bisschen... Jetzt habe ich mich wieder hier komplett verlaufen. Der erste Boss war ein bisschen scheiße. Weil er sich in 180 Grad drehen konnte, obwohl die Schlaganimation schon angefangen hat. Das finde ich immer ein bisschen unfair. Das kann ich ja auch nicht. Und dann... Ja, okay, der zweite Boss war eigentlich okay. Da kann ich nicht viel drüber meckern. Aber das Gebiet selber hat es schon in sich, muss man sagen, das DLC-Gebiet. Der ganze Trash, der dazwischen liegt, und die Wege waren teilweise auch echt lang zwischen den Leuchtfeuern. Und das jetzt ist ja wohl der Supercancer hier. Wieso konnte er da jetzt zum Beispiel wieder schlagen? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Wisst ihr, was jetzt der ultimative Arschfick wäre? Wenn jetzt hier am Ende dieses Gebiets ein Boss wartet, ohne Bonfire, ohne irgendwas, und man muss jedes Mal vor dem Boss die ganzen Pferde und den ganzen Weg wieder laufen. Also dann ohne mich. Das würde ich dann wirklich nicht machen. Das wäre eine der... Ich habe Dark Souls 1 komplett durchgespielt, jeden Boss. Und will auch das hier komplett durchspielen. Aber, wenn das hier sagt, das Spiel sagt, nee, du musst jetzt hier diese Pferde jedes Mal machen. Und dann kommt der Boss am Ende und ich habe keine Möglichkeit, das irgendwie meinen Status, meinen Fortschritt zu speichern, dann werde ich das nicht machen. So, war ich hier schon bei diesem... Das ist, glaube ich, hier diese Pharos-Stelle, ne? Ja. Okay, hier kann ich mich heilen. Das ist schon mal etwas. Rein theoretisch könnte man jetzt sagen, ich hole mir so ein Pferd, pulle das dahin und dann kann ich mich zumindest wieder heilen. Ich habe, wie gesagt, das Gefühl... Der Kopf ist ja schon wieder... Ja, und es kommt von hinten. Ich habe das Gefühl, dass die sowieso kommen, wie sie wollen. Also, das hat... Alter, das ist einfach viel schneller als die anderen. Und es dreht sich und tritt nach hinten. Ich habe nicht mehr die Chance gehabt zu rollen. Oh, das war knapp. Ich gehe nochmal zurück. Ja, es kommt das nächste. Du Ficker. Das ist doch ein scheiß Scherz. Nein, doch nicht. Ich müsste mal gucken, aber es kann sein, dass der Boss nur optional ist. Kann es sein, dass die Pferde nur bei Sturm da sind? Ja, wie gesagt, das glaube ich ja auch. Deswegen sage ich ja, es wäre natürlich jetzt eine Taktik, die Pferde hier zum... Nee. Es wäre eine Taktik, die Pferde da reinzuziehen, um diese Ruine. Und jedes Mal... und sich dann da zu heilen und dagegen die Pferde zu kämpfen. Aber ich glaube, die kommen einfach immer wieder. Okay. Nee, Leute. Also, das ist mir echt zu dumm, dieses Gebiet. Das ist ja wohl mal nur was, nur unfair einfach. Also, anders kann man es nicht beschreiben. Das ist... Es ist einfach unfair. Es kommen Gegner, die...
die kommen einfach immer wieder. Weil das war gerade der Beweis dafür. Diese Pferde kommen immer, wenn der Sturm ist. Und die kommen einfach immer wieder. Egal wie oft ich das Pferd lege. Und es ist einfach nur richtig Krebs, ey. Und ich wette mit euch, da wartet ein Boss. Und den Boss soll ich dann auch noch legen. Ohne, mit den ganzen, mit einer Estus wahrscheinlich, wenn ich den überhaupt irgendwann mal durchschaffe. Und, und ohne eine Leuchtfeuer. Ich versuche jetzt hier durchzulaufen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht. Irgendwie müsste man mal den Weg merken. Alter. Es ist ja auf jeden Fall möglich, haben wir ja schon gemerkt, dass zwei Pferde gleichzeitig kommen. Das heißt, es ist auch keine Option, eigentlich, zu sagen, man läuft jetzt einfach. Weil es kommt nur dieses eine. Es ist eigentlich dumm, dieses eine Pferd zu bekämpfen. Aber es können auch mehrere Pferde kommen. Und da haben wir bei ihm. Kleiner Ficker, Alter. Ist das hier die Ruine, wo wir schon ganz am Anfang mal waren? Dann wäre ich voll den Umweg gelaufen. Das kommt Nummer 2. Okay. Ist, glaube ich, noch nicht gewesen. Jetzt ficken sie mich in den Arsch. Hm. Wie viele waren es jetzt? Es waren nur 2. Hat sich noch mehr angefühlt. Ich will wissen, ob da noch irgendwas kommt. Also wenn das so ist, oder ich google es schnell. Wenn hier das Spiel die Meinung hat, beziehungsweise die Entwickler die Meinung haben, dass Frigid Outskirts. Also das Gebiet ist optional, lese ich gerade. Wenn die Entwickler hier den Arsch offen haben und sagen, also es gibt einen Boss am Ende des Gebiets. Ich lese mal gerade durch, was da steht. Also, reaching the Frigid Outskirts. Blablabla, slide off the cliff. Haben wir gemacht. You'll emerge in an area with the recurring blizzard as well as the constant froze reindeer respawning through the area, making navigation in this area extremely difficult even with the help of prism stones. When exiting the coffin, head southwest from where the camera is initially angled to arrive at the summoning circle area. Where you can summon Head of Vengari and Abestiva. Okay, man kann sich dort also NPCs zu Hilfe holen, was mir ziemlich egal ist. When traversing between structures and ruins, you'll always be able to see the next one in the distance. Once you set off for it, it's very important that you make a beeline for it without falling off track. This is because the blizzard will return as soon as you leave the summoning circle and will block your visibility of the path ahead. There are 3 buildings through the map with some loot. The second building to the boss contains a healing spring, den haben wir ja schon, activated by a forest lockstone. This is especially useful for healing NPC phantoms, although you have to get them to stand down in the water. They have a mind of their own, but getting them to lock on you helps. You can herd them into the area as you may have done to the burial carriers in the crown of the old Iron King. Campus. When you arrive at the third structure, you will have to pass through a very short valley to reach a thin icy bridge. On the other side is a fog gate to the boss encounter. However, you will have to defeat a large lance-wielding NPC invader. Ja, super, das auch noch. Halfway through the bridge.
In order to get to the gate, avoiding getting knocked off this thin bridge, this lance has the ability to break your stance. And that is your NPC companion, and that of your NPC companions. Once you've defeated him, continue forward and take the next bosses of the frigid outskirts. Nice! Das heißt, die haben tatsächlich so krass den Arsch auf, dass man durch dieses Gebiet soll, dann einen NPC-Invader auf einer Brücke bekämpfen soll, der einen runterstoßen kann, wenn er Bock drauf hat. Und dann soll man noch gegen zwei Bosse kämpfen. Also es ist ein Zweier-Bosskampf. Also könnt ihr vergessen. Okay, das werde ich auslassen. Tut mir leid. Aber da hört der Spaß irgendwie auf. Ich guck aber trotzdem nochmal, was es DLC noch so zu sehen gibt. Der Burnt Ivory King, den haben wir besiegt. Dann haben wir das war's. Okay. Ist ein bisschen schade. Also ist schade. Ich glaube, das war das DLC. Also mir wird hier nur angezeigt, dass es die drei Bosse gibt im DLC. Ava, The King's Pet, den haben wir ja besiegt. Dann den König selber und halt eben diesen optionalen Boss, beziehungsweise diese zwei optionalen Bosse. Die übrigens mit die schwersten Bosse auch noch sein sollen in ganz Dark Souls 2. Also fickt euch einfach, Entwickler. Dass man vor die beiden mit schwersten Bosse im Spiel so ein Gebiet macht, wo man... Es wäre ja okay, wenn man sagen würde, okay, man krampft sich einmal durch dieses Gebiet durch, hat dann sein Leuchtfeuer und hat allein von diesem Gebiet schon einen Wahnsinns-Push und kann sich darüber freuen, dass man dieses Gebiet geschafft hat, hat dann das Leuchtfeuer und macht dann den Boss, an dem man sich wieder die Zähne ausbeißt. Aber kein Leuchtfeuer danach zu machen, ist einfach nur asozial. Okay, damit haben wir dann dieses DLC abgeschlossen. Also abgeschlossen im Sinne von... im Sinne von nicht ganz abgeschlossen, aber zumindest die Sachen, die wir machen mussten, haben wir gemacht. Den optionalen Boss lassen wir stehen, da habe ich echt keine Lust drauf. Ja, wir haben jetzt 3:30. Ich habe noch nichts gegessen seit heute Morgen, deswegen würde ich sagen, ich beende den Stream für heute. Wir haben das DLC geschafft an einem Tag, damit bin ich eigentlich zufrieden. Noch zufriedener wäre ich natürlich gewesen, wenn wir den optionalen Boss noch geschafft hätten. Und ich würde sagen, morgen zum nächsten Stream werden wir dann in das dritte und letzte DLC reinschauen. Wir haben übrigens hier auch noch im Nebelturm, haben wir hier noch den Schmelzerthron. Da geht es auch noch weiter. Das heißt, das erste DLC haben wir auch noch nicht ganz abgeschlossen. Da gibt es bestimmt auch noch einen König, den wir besiegen müssen. Zumindest heißen die ja immer König-mäßig, die DLCs. Und beim nächsten Mal schauen wir dann hier bei Shulva, die Stadt des Heiligtums, rein. Das ist nämlich das Startgebiet des ersten DLCs. Es sind scheinbar drei Gebiete, die dazugehören, mit insgesamt 7 Leuchtfeuern, so wie es aussieht. Und das heißt, da wartet auch noch einiges an Content auf uns. Ja, und wenn wir das geschafft haben, dann können wir ja weitermachen beim Drachenhorst. Da haben wir ja aufgehört im Hauptspiel. Aber ich will erstmal die DLCs machen, bevor es dort weitergeht. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Seid fleißig dabei. Morgen gibt es den nächsten Stream und auch auf YouTube immer gern gesehen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Shot.